Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Gudi mit einem weiteren Guide zu Dishonored 2 und zwar zum Erfolg der Trophäe Vertrautheit gebiert Verachtung. Und das Ding ist extrem einfach zu versemmeln. Natürlich, weil das Ding könnt ihr ganz, ganz einfach verpassen, weil dazu müsst ihr Galvani ausrauben zweimal. Und zwar das allererste Mal hier in Mission 1. Ihr seht hier, wir bekommen hier sogar noch das Tutorial für den Falkensturz angezeigt. Bedeutet also, wir sind wirklich ganz am Anfang, zum allerersten Mal auf den Straßen von Dunwall. Und dort können wir einen Safe ausrauben. Wer meinen Gemäldeguide zum Beispiel gesehen hat, der wird wissen, dass es hier lang geht. Also wer meine Sammelobjekte kennt, der wird beide Lösungen auch kennen. Oder gesagt, besser gesagt, beide Stellen, wie man da hinkommt und wie man sie erledigt. Um diesen zusätzlichen Erfolg, diese zusätzliche Trophäe freizuschalten. Wie gesagt, direkt Mission 1 am Anfang. Wir haben gerade Falkensturz bekannt gemacht bekommen. Und dann hauen wir ihn hier um, den jungen Herrn, weil er da doof im Wege steht. Und anschließend werden wir oben das Gemälde von der Wand nehmen. Denn dahinter befindet sich die Kombination für den Tresor. 451, dort steht es. Das ist die Kombination für den Tresor, um Galvani auszurauben, und zwar das erste Mal. Die zweite Gelegenheit kommt dann in Mission 9 erst, also erst in der allerletzten Mission von Dishonored 2 habt ihr die Möglichkeit, ihn ein zweites Mal auszurauben und erhaltet damit dann die Trophäe für den, ja, die Trophäe dafür. So, wir springen jetzt direkt rüber in Mission 9. Wir haben es jetzt in Mission 1 gemacht. Auch hier derselbe Weg. Aufgrund dessen, dort oben, wo wir gestartet sind, liegt ein Knochenartefakt. In meinem Sammelobjekte-Guide kommt man dann natürlich hier lang. Und zwar wirklich haargenau den Weg, den wir in Mission 1 gegangen sind. Wenn ihr das Knochenartefakt nicht geholt habt, nicht weiter schlimm, dann werdet ihr die Stelle auf alle Fälle auch wieder erkennen, wenn ihr ganz normal von dort vorne die Straße hochkommt, dann werdet ihr denken, oh Mensch, hier war ich doch schon mal. Ach ja, da ist ja der Tresor drin. Richtig, so sollte es euch auf jeden Fall gehen. Weil dann kommt ihr wieder einfach von der anderen Seite und macht dasselbe wie eben gerade. Nur, dass kein Wachmann im Wege ist, sondern wir hier noch eine Blaupause mitnehmen. Das ist aus dem Sammelobjekt gehalten natürlich. Wie gesagt, die Kombination ist immer noch 451, steht da immer noch an der Seite, an der Wand. Da sehen wir es immer noch, 451 steht da rum. Geben wir jetzt am Tresor wieder ein und erhalten dann die Trophäe. Ich hoffe, der kleine Guide hat euch geholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, weil dann verpasst ihr hier einfach kein neues Video. Und natürlich wie immer das Video auch teilen, das wäre wirklich ganz toll. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Guide wieder. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.